her! Die Geschichte beginnt mit der Lösung eines Rätsels. Unzählige Autofahrer sind hier wohl schon über die Kemner Straße in Wandscheid-Leite gefahren, um zur A40-Auffahrt Gelsenkirchen zu gelangen, und haben sich dabei gefragt, was ist das da eigentlich für ein Haus? Hinter dicken Mauern gut versteckt. Wir wollen lösen. Das hier ist die alte Villa der Gründerfamilie der Brennerei Schulte-Kemner. Eine Unternehmervilla aus dem Jahr 1900. Erbaut von Ludwig Schulte-Kemner, der hier große landwirtschaftliche Flächen besaß und sich wohl vor über 100 Jahren mal so dachte, was kann ich denn mit meinem Getreide alles so machen? Ludwig Schulte-Kemner hat hier einen dreigeteilten Betrieb aufgebaut. Einerseits die Landwirtschaft. Zum Zweiten dann die Verwertung des Korns in seiner landwirtschaftlichen Kornbrennerei. Und den Alkohol hat er dann in ruhrgebietstypischen Markenspirituosen verarbeitet und diese hergestellt. Dieses Geschäftsmodell war also der Grundstock für das Unternehmen und das Vermögen der Familie Schulte-Kemner. Die alte Villa gehört heute Richard van Ekdom. Der hat die Immobilie im Jahr 2007 übernommen und mit großem Aufwand restauriert. So sehen wir hier die Originalfliesen aus dem Jahr 1900. Dazu ein beeindruckendes Treppenhaus, seltene Stuckverzierungen und Holzböden im Originalzustand. Weiter geht die Führung durch den Erlebnispark Schulte-Kemner. Farblich abgesetzt die alten Gesindehäuser. Noch immer stößt Richard van Ekdom hier auf das ein oder andere Schätzchen. In einem alten Bunker wurde vor kurzem noch ein Gartentor gefunden und wiederhergestellt. Eine Lücke kann nun geschlossen werden. Nächste Station, die Reste der alten Brennerei. Und dieser alte Werbeschriftzug zeigt es, hier aus Wattenscheid stammt der berühmte Weizenjunge. Und nicht nur der. Neben dem Weizenjunge eine Spirituose, Clara mit Speck. Viele werden die kennen. Es gab bei der Deutschen Bahn in den Speisewagen Werbeplakate. Ist der Zug erst weg, trink einen Klaren mit Speck. Eine typische Wattenscheider Spezialität hier von Schulte-Kemner. Und daneben der Urvater aller Kräuterliköre, der Hasenpfeffer. Hinter diesen Gemäuern findet man jetzt nicht nur die Heimat eines Motorradclubs, sondern auch noch die verstaubten Reste einer vergangenen Zeit. Bevor hier die Spirituosen Weizenjunge und Hasenpfeffer entstanden, wurde im ersten Schritt der reine Alkohol gebrannt. Und das gut 100 Jahre lang. Also der Alkohol wurde gebrannt bis 1998. Dann hat die Familie Schulte-Kemner die Brennrechte zurückgegeben an Vaterstaat. Die Familie Schulte-Kemner verkaufte den Betrieb im Jahr 1998 an die Familie Hasebrink. Die schaffte es jedoch nicht, die alten Marken wieder auf Vordermann zu bringen. Das gelang erst, als Richard van Ekdom den Betrieb übernahm. Ich habe ihn saniert und unter Gebrüder Both weiterverkauft. Und Weizenjunge, Clara mit Speck, Hasenpfeffer können heute noch aus einer Produktion in Goch gekauft werden und werden über die bekannten Lebensmittelgroßhändler und Discounter verkauft. Und in der Villa selbst wohnt jetzt die Familie van Ekdom. Doch an der Fassade findet man noch die Spuren der Gründer, das alte Wappen der Familie Schulte-Kemner.